Ja, moin moin, herzlich willkommen zum nächsten Fahrvlog. Ich muss jetzt ja auch mal wieder was filmen. Letztes Jahr halt hier nichts. Ich sehe zu, dass ich das heute vielleicht auch noch hochgeladen bekomme. Dass ihr mal wieder was zu gucken habt. Ich bin gerade dabei, ein Heulagebein. Wir gucken, ob dahinter was steht. Warte mal eben. Kann ich auch mal sehen. Da muss man eben in den alten Stall rein, dass sie da mal wieder ein bisschen Heulage zugefüttert bekommen. Einfach so oben drauf, nebenher oder wie man das auch nennen möchte. Aber das sind jetzt auch die Ballen von den extensiven Flächen quasi. Das merkst du auch von der Qualität her. Da gehen die nicht so gerne bei. Ich habe ja noch ein paar Wickelballen gleichzeitig gemacht. Mit dem, ich sag mal, ich glaube, dritter oder vierter Schnitt war das, wo wir erst nicht hingekommen sind, wo das zu nass war. Und das Zeug fressen sie besser, das schmeckt denen wohl auch besser, denn. Also, ja. Den Ballen haben sie dann quasi, ich sag mal, in zwei Tagen weggemuffelt. Und mit so einem hier kommen die dann eine Woche oder zwei Wochen aus. Naja. So, angekommen. Aufschneiden. Aber jetzt blendet das Licht. Ja, es geht ja. Ah, oh, das geht. Jörn. Also das stört mich echt an diesen Wickelbeinen. Ganze Müllproduktion dabei. So. Jetzt das Netz nochmal eben ab, wenn ich das eben schon durchgeschnitten habe. Aber dafür brauche ich beide Hände. Mal eben kann ich euch hier auf die Kreisscheibe irgendwie stellen. Ja. Eben aufgewickelt, habe ich jetzt nicht gefilmt. So, hier. Yeah. Also gepresst ist der Kram gut, das kann man jetzt nichts gegen sagen. Riechen tut er eigentlich auch einigermaßen gut. Aber irgendwie wollen sie doch nicht so fressen. Hat auch altes Gras, ne? Alte Narbe. Aber weg muss es auch irgendwie. Ah, ich habe mir jetzt mal eine Viehwaage hier von meinem Nachbarn, den lieben netten Agraris Futtermittelberater,
abgeholt. Den steht die Büschen im Weg und wir wollen mal die Tageszunahmen von unseren Kälbern wollen wir mal ein bisschen ermitteln. So, dafür wollen wir die mal eben ein bisschen aufbauen. Ich habe zwar eine eigene, die steht irgendwo hinten in der Maschinenhalle, wird aber nicht benötigt. Also, wird nicht benötigt. Was sag ich denn hier? Bis wir die da raus haben, dauert mir das erste zu lange. Die steht ihm jetzt im Weg, weil die ein bisschen umbauen wollen. Und meine, da müsste ich erstmal einen neuen Holzaufbau rauf basteln, weil der einfach durch ist. Dafür bin ich zu faul. Nehmen wir die hier, ein gutes. Stellen wir nachher eben mit zum Make-House und fertig. Vielleicht kann man da dann ja auch noch mal ein paar Schlachttiere mit wiegen vorher. Und einfach nur mal als Kontrolle, dass man da mal ein bisschen mit rumspielt. Ja, die Vorbereitungen auf Gülle-Silvester laufen. Der Deutz an unserer Gülledose. Ein bisschen uneben hier. Ist vielleicht auch nur 30 erlaubt. Ja, aber das Güllefass ist jetzt seit Juli TÜV abgelaufen. Deshalb darf das jetzt mal eben mit zur Werkstatt. Der Deutz ist November oder Dezember abgelaufen. Dann sind die beiden jetzt erstmal dran. Morgen will ich mit den anderen Treckern eigentlich los, so relativ zum TÜV. Boah, scheiße, jetzt habe ich beim Merlo nicht geguckt, was für Birnen da rein müssen. Dazu nur bringt Felix mir morgen welche von der Arbeit mit. Das geht doch auch. Ist ja auch noch alles machbar. Ja, machen wir so. Ja, Oma holt mich dann nämlich gleich ab. Deshalb musste ich zeitig los, dass ich das dann alles schaffe. Weil der Deutz kriegt auch noch eine Wartung. Der müsste damit, oder ist damit auch schon überhin. 73 Stunden. Ja, 73 Stunden überhin. Also von daher passt das jetzt alles. Und vom 1. Februar machen wir das alles nochmal schick jetzt und dann können wir wieder richtig Gas geben. Ja, Lukas füttert. Ich habe nochmal eben eine neue Rationsberechnung gemacht. Oh, das ist der alte Zettel. Ja. Ich habe den Lukas eben schon gegeben. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, was so Schadnager anrichten können. Ratten. Die haben hier mal eben ein Loch in der Plane gefressen. Hier überall. Und dann gibt es Gammelstellen. Da ist auch noch ein großes Loch. Aber die haben wir schon erwischt. Die läuft hier nicht mehr rum. Schon mal gut. Aber ja, kann Papa eigentlich nochmal beigehen, Silo aufmachen. Darf Papa machen mit seiner Erde. Was uns aber sehr gut gefällt, ist jetzt das, was wir beim Maissilo gemacht haben. Das zeige ich gleich auch nochmal da. Hier mit der Plane. An der Wand. Das gefällt mir sehr gut. Gehen wir noch mit Maishaufen rüber. Jetzt füttern wir hier schon den 5. Schnitt. An die Ränder. Ja, war zu erwarten. Der war ja ziemlich nass, wo wir ihn gefahren haben. Da hätten wir auch noch eine Woche warten müssen. Da wäre besseres Wetter gewesen. Aber Papa wollte da schon beigehen. Ja, das ist der Maishaufen. Auf dieser Seite hatten wir ja keine Plane an der Wand. Da können wir immer schön forken. Den Gammel ein bisschen weg. Und diese Seite. Sieht hundertprozentig aus. Ich hoffe, das zieht sich so durch. Kein Gammel, richtig schön. Auch hier die Ecke, die ist ja eigentlich normal bekannt dafür, dass man da Gammel hat, aber da war auch nichts. Ging richtig gut. Den Schnitt haben wir da reingemacht zum Silo aufmachen nachher, dass wir die übere Wand klappen können. Dass sie nicht im Weg hängt. Aber ich denke mal, das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Gefällt mir ganz gut. So. Und ja, neue Rationsberechnung gab es jetzt einmal wegen dem neuen Maishaufen. Relativ mit. Und
Warte, ich muss mal eben hier ablegen. So. Nee, kann ich nicht. Ich gehe eben ins Büro, dann zeige ich euch das. Hier, Ration Hohlleistungsgruppe. Einmal den Rest Grassilage vom ersten Schnitt, 9 Kilogramm. Und Grassilage zweiter Schnitt, 10 Kilogramm. So ungefähr, dass das von der Trockensubstanz her einheitlich ist, also gleich 50-50. Der zweite Schnitt ist ein bisschen nasser als der erste. Mal sehen, wie sich das nachher auf die Milchleistung auswirkt, ob wir da ein bisschen mehr haben. Jetzt mal gucken. Kann ich das ja mal eben hier zeigen, haben wir aktuell. Das ist ja mal verkehrt. Hier kann man das sehen, so ein bisschen Schwankungen drin, weil wir mit der Ration ein bisschen wechseln und hin und her spielen. Das muss eigentlich konstant hier bei 31 Liter, da wollen wir hin im Schnitt. Aber da ist noch ein bisschen Weg hin, jetzt einmal auch noch durch den Milchstandwechsel, aber auch fütterungsbedingt ist da noch mehr möglich, denke ich mal. Mal sehen. Schritt für Schritt geht's weiter. Ja gut, den Ballen haben sie von gestern Morgen bis heute Abend ja auch ganz schön gut weggemoffelt. Der schmeckt wohl ein bisschen besser. Na jo. Oh, jetzt darf ich hier schon mal eine Mischung machen. Haben sie mir noch übergelassen. Und das ist jetzt der zweite Schnitt, beziehungsweise auch dritter Schnitt. Ich finde, das kann man so ein bisschen auch sehen. Das hier unten scheint der zweite Schnitt zu sein. Und hier oben drauf, ab hier so, weil hier ging das ja noch hoch. Ich denke mal, nach hinten hin wird das ja mehr. Das könnt ihr jetzt alles nicht so sehen, ne? Jetzt bestimmt ein bisschen besser. Hier das dunklere würde ich als dritten Schnitt einschätzen. Sehen beide aber recht feucht aus auch. Oder fühlen sich auch feucht an. Mal sehen, wie der sich so melken lässt. Auf jeden Fall, was schön zu sehen ist hier, die Kleeblätter. Da sitzt gut Protein drin. Und riechen tut er auch gut. Ja. Also da füttern wir jetzt, ich sag mal, vom Trockenmassegehalt 50% hiervon und 50% vom anderen. Aber der hier scheint hier ja noch recht feuchter zu sein, als in der Analyse überhaupt drin steht. Bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Henrik wollte da wohl auch nochmal eine TS-Probe von nehmen. Der macht das in der Fritteuse, nicht so wie wir mit der Mikrowelle. Liegt es Feierabend hier. Waage nochmal eben an. Waage, Kamera. Dass ich den nochmal eben parken kann. Die Melker müssten auch gleich fertig sein. Hey. Hallo. Ja, ich will jetzt noch mal eben kurz den Mischwagen parken. Die Melker müssten auch gleich fertig sein. Ja. Ich gehe schon ins Taxi für morgen früh. Jetzt hier wieder Kamera in der Hand, funktioniert das nicht so glatt wie sonst. War klar. So passt das. Na, macht sie das diesmal beim ersten Mal? Ey, Vorführeffekt. Sonst geht die irgendwie wieder an. Da kriege ich eigentlich eine Krise langsam bei. Tür noch zu.
zu genau gebaut. Zeigen, so sieht das jetzt aus, wenn die Milch, also die Kannenkühe zum Schluss gemolken werden, dann kommt die Milch ja hier aus dem Vorkühler. Hier wird Wasser entgegengesetzt, durchgepumpt, dass die Milch vorgekühlt wird. Dann läuft die Milch hier im blauen Schlauch und landet hier im Taxi. Das hält auch so, wenn der Schlauch pumpt oder die Pumpe das hier reinpumpt. Wichtig ist halt nur, dass der Deckel drauf ist, sonst klebt die Milch an der Decke. Haben wir auch schon gehabt. Ja. Im Anschluss holen wir uns das mal eben hier ran. Okay. So. Und auf Heizen stellen. Start um 5.15 Uhr. Passt. Also für mich ist jetzt Feierabend. Ich werde das Video, ich denke mal, heute noch versuchen irgendwie hochzuladen, dass ihr mal wieder was zu sehen kriegt. Ah, jetzt hier. Haha, jetzt seht ihr mich. Ja, besten Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne beim nächsten Mal noch wieder rein. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. jetzt neu bei TikTok. Habe ich jetzt auch mal ein bisschen was aufgemacht. Mal sehen, was dabei rumkommt. Ob man das auch irgendwie ein bisschen fortführt oder nicht, werde ich dann sehen, wie sich das so ergibt. Naja, auf jeden Fall dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.